Ja, hallo liebe Freunde, bei einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Ja, wir haben hier im Prüferlauf jetzt noch 15.000. Da könnten wir theoretisch, glaube ich, sogar noch die Schmiede, die Stallungen bauen. Theoretisch. Oder wir machen die Schmiede. Rüstung für den Schmied. Oder Rüstzeug für Rüstung können wir auch noch machen. Es gibt viel zu tun. Wohlgewählt. Begleite mich. Ja, wir gehen mal da runter. Können wir uns noch waschen, bis der hier ist. Jo, dich ebenfalls. Wer bist du? Lido. Hier werden wir bauen? Genau hier. Ich bin bald. Ich über... Also den Rüstschmied haben wir jetzt. Den Waffenschmied können wir den Rüstschmied auch abbauen. Geht das? Hier steckt ein Pfeil. Mitten in der Luft. Das ist auch noch ein guter Bug. Die hängen noch beide in der Luft. Wie cool ist das denn? Nehmen wir die AI doch noch mit. Schön, dass du da bist. Kann ich den Rüstschmied? Okay. Jo, dann bauen wir Rollungen noch. Marius, haben wir die nämlich Arme auch. 1000, das macht Nicke. Wir legen irgendwie noch dermaßen viele Pfeile rum. Es gibt wieder was zu richten. Hier werden wir bauen? In der Tat. Ich bin bereit. Ich überprüfe. Wir haben was. Gut, wir haben jetzt Stallungen. Jo, da kann man jetzt eigentlich sagen. Okay, wir gehen richten. Schauen jetzt wie. Was ist hier los? Dieses Flittchen wollte mich töten. An den Schandstock mit ihr, wo sie hingehört. Das stimmt nicht, Meister Vogt. Er hat getrunken wie nur oft. Du weißt genug. Sag mir, was geschehen. Sie hasst mich. Sie will mich unter die Erde bringen und den Hof haben.
Ich sehe es in ihren Augen. Sie kann es kaum erwarten. Rausschmeißen? Schau sie dir nur an. Ich bin nach ein oder... Mein Kopf stand in Flammen. Ich... Du hast vergessen zu... Halt dein Maul. Oh, gute Frau, erzähle... Mitgift an zu versaufen. Wenn er einen Flegel in die Hand nimmt, dann nur, um mich zu verdreschen. Doch nur, weil du dich... Weil ich nicht lügen wollte, um dir deinen Nutzlos... Das hat nichts mit deiner Giftmischerei zu tun. Er säuft von mir. Immer sitzt er... Und jetzt will er... Sag mir, wie du angehst. Ich kam heim und fand auf dem Tisch eine Schüssel. Früh morgens wachte ich auf. Und diese Hexe... Wenn ich das... Als ich mich versch... Ist das wahr? Nein, er lügt. Was denkst du ist... Nichts, was nicht schon 100 Mal passiert ist. Er war mal wieder sternhagelvoll und ich konnte sein Würgen und Speien schon im Hof. Ich hatte ihm sein aber das Schwein ist nie... Und als ich ihm... Das war nur ein... Ich lief weg nach einer Weile. Und was war mit dem Kräuter? Schließlich ging ich zu ihr. 3 Groschen musste ich für einen Wermuttrank berappen. Das Zeug hätte ich gen... Ich denke, dass... So, das... Du, Bauer, säufst kein Tropfen mehr, oder du kommst zum Austrocknen an den Schandstock. Und wage es nicht noch einmal, die Hand gegen dein Weib zu erheben. 2 Bier, kein halben Sachen. Ich danke dir 1000-fach. Ich darf nicht mehr. Cool. Haben wir dem Saufen verboten. Wie geil ist das denn? So. Schauen, was es jetzt gibt. Also Stollungen. Sottler, genau. Es gibt viel zu tun. Wir haben noch 10.000. Die Kirche. Nun gut. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, die Kirche, die wirft ja eigentlich gar nichts ab und kostet 17.000. Wir sitzen im selben Boot. Ich erwarte auch. Willkommen, Heinrich. Ah, die Lieder wieder. Ich bin bereit. Ich über... Wir haben noch genug. Dann wollen wir... Oh, unser Dumm. Dann gibt's nichts. Daher, wir haben jetzt noch 8.000 in der Kiste. Wie wär's mit dem Rathaus? 5.000. Boah, 240 minus, okay. Ja, wir haben uns auch die Kirchenreparatur. Ja, wir haben fast Einnahmen von 2.000. Könnten ein anständiges Rathaus bauen. Das wäre mal ein Anfang. Ich habe mich entschieden. Das sollte schnell gehen. Folge mir, dann sehen wir uns sogleich den Bauplatz an. Na, was zur Hölle machst du da? Hier werden wir bauen?
Genau hier. Ich bin bereit. Wir haben noch... Gut, dann haben wir mal alles bis auf die Kirchenreparatur. 17.000. Ja, das ist unser Rathaus. Das heißt, wir haben hier schon mal einen Topf zum Essen und einen Schlafplatz. Wir gehen uns mal hier hin. Schlafen eine Runde. Ich würde sagen, wir können jetzt runterreiten nach Sasau. Wir müssen, glaube ich, noch runter. Zuerst. Ah, 4.9 hat es noch drin. Sollte man. Ja, 4.9, das sieht man auch da oben. Okay. Hallo, Heinrich. Jo, hallo. Gut. Schauen mal, was wir hier haben. Er steht der Herr Herzog und Herr Hanusch über die Untersuchung bericht. Das werden wir machen, aber ich gehe jetzt erstmal nach Thornberg. Weil ich glaube, die zweiten letzten Buchstücke sind, glaube ich, in Thornberg. Aber auch Aufträge für uns, soweit ich das weiß. Die Schmiede ist da drüben.
Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Das Sasau ist Bruchstücken eines... Akau. Ich zahle gut dafür. Das mag sein, aber... Gott sei mit dir. Okay, jetzt ist die Frage, wo der wieder wohnt. Hä? Wohnen. Das ist okay, man kann es wohl nur hier sein. Gott sei mit dir, Heinrich. Was ist mit dir? Welchen Teil davon begreifst du nicht? Tu doch was, mein Gott, da drüben! Jesus! Hey, was hast du hier? Ja, und... auf noch. Noch Rotei. Mal schauen, vielleicht gibt es wieder einen Überfall. Oh, ein Wanderer. Ist aber nicht schon wieder der Heini, der kämpfen will. Ja, doch. Was ist denn? Du... Warum sollte ich mit dir... Ad honorem, Freund. Für die Ehre. Für... unter diesem Gesichtspunkt? Also, kreuzen wir die Klinge. Klingt interessant. Ah, so ist... Nein, mein Herr. Mich locken eher... Verstehe. Pass auf. Ich setze Sie gegen einen vernünftigen Gegenwert an Groschen. So viel Silber habe ich... Du bist es, der wetten will. Hast du Drüste? Ha! Wie ich es mir gedacht habe. Ich verstehe. Grundlos trittst du nicht gegen mich an. Aber du musst etwas Silber dagegen... Wohl... Gut, warum nicht? Freut mich, das zu hören. Oh, yeah.
Ja, ich muss mal an dieser Stelle Schluss machen und hoffe, es auch hat's gefallen und wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!